Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um den vierten und letzten Teil der Serie Quilten für Anfänger. Wir möchten herausfinden, was für ein Quilttyp sind wir eigentlich. Quilten wir lieber ganz statisch oder liegen uns runde Bewegungen mehr? Dazu erstellen wir ein 30x30 cm großes Patch, aus dem wir dann diese kleinen Körbchen anfertigen. Ich mag die kleinen Körbchen. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, können wir sie ganz flach zusammenlegen und stapeln. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir starten mit einem 30x30 cm großen Patch mit einem etwas größeren Vlies, hier bestehend aus Thermolam, und einem noch größeren Unterstoff. Wenn wir das vorbereitet haben, nehmen wir das mit zu unserer Nähmaschine. Unsere Nähmaschine haben wir schon fürs Quilten eingerichtet. Wir haben unseren Transporteur versenkt, wir haben die Stichlänge auf 0 gestellt und Umbauten, sofern das für unsere Maschine nötig ist, umgesetzt. Als Füßchen verwenden wir das Stopffüßchen und als Nadel könnt ihr eine Universalnadel nehmen oder eine Quiltnadel. Und wir schieben unser vorbereitetes Patch unter unsere Nähmaschine. Wir starten genau in der Mitte, holen unseren Unterfaden herauf und vernähen dreimal auf der Stelle. Nun möchten wir herausfinden, was für ein Quilter sind wir denn eigentlich. Wir versuchen zunächst einmal ein gerades Stück. Wir nähen ein paar Schritte geradeaus. Unsere Nadel bleibt im Stoff. Von hier nähen wir wieder zickzack hin und her. Und wir nähen ein weiteres Stück geradeaus. Um dieses Muster herum setzen wir nun einen Kreis und einen zweiten Kreis. Wir wiederholen das. Wir nähen ein Stück geradeaus, nähen zickzack und nähen ein Stück geradeaus. Und um unser Zickzack herum nähen wir einen Kreis. Das sind die zwei extremsten Bewegungen. Ganz klar vor und zurück und eine ganz klare Kreisbewegung, die wir mit den Händen nachvollziehen können. Und wir möchten herausfinden, bewegen wir uns lieber vor und zurück und zu den Seiten oder liegen uns Kreisbewegungen mehr. Also probieren wir das Ganze im Wechsel aus. Wir nähen ein Stück gerade, nähen zickzack, nähen ein Stück gerade und nähen einen Kreis. Unser Motiv weist Lücken. Wir möchten auch bei den Lücken herausfinden, welche Bewegung liegt uns mehr. Wiederholen wir lieber? Und starten aus der Wiederholung neu? Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr euch hier bei mir auf dem Kanal wohlfühlt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder füllen wir lieber. Nähen zum Beispiel Kreise. Wir bewegen unsere Hand einmal im Kreis. Und nähen Bälle. Wir verfolgen die Linie von unserem Ball und nähen einen zweiten Ball in andere Richtung. Von unserem Füllermotiv wandern wir wieder ein Stück vor. Wir arbeiten unser Motiv kleiner und kleiner. Wir können um unser Motiv nochmal außen herumfahren und geraten zu einem neuen Punkt.
Von unserem Motiv sind nachher nur kleine Stücke zu sehen. Das heißt, wir können ganz in Ruhe alles ausprobieren, was wir ausprobieren möchten. Wir werden später immer einen schönen Ausschnitt wahrnehmen. Es ist nicht wichtig, ob unser Motiv nun stimmig ist. Mit diesen wiederholenden Linien können wir zu jedem Punkt fahren, zu dem wir gerne fahren möchten. Ich möchte gerne hierhin zurückfahren, um diese Stelle zu füllen, dann hierher zurückfahren, um diese Stelle zu füllen. Wenn ich hier bin, stelle ich fest, hier kann ich eigentlich noch ein Motiv einbauen. Mein Motiv endet nun auf der falschen Seite. Ich fahre in einem Echo zurück. Und vielleicht möchte ich hier einen Füller anbringen. Ich versuche hier noch ein paar Kreise. Meine Kreise lassen sich sehr gut durch Achterbewegungen umsetzen oder einfach durch einzelne Kreise. Auch hier schauen wir, was für eine Art von Bewegung, ob im Kleinen oder im Großen, liegt uns da mehr. Meine Hände legen sich einfach irgendwo hin. Ich achte gar nicht mehr darauf. Es gibt Positionen, die fühlen sich einfach richtig an. Ob man das wirklich so macht, ob man das so sollte, ob es eine Alternative gibt, darüber lässt sich streiten. Aber wichtig ist, so wie unsere Hand sich hinlegt, so entspricht das unserer Motorik. Und wenn sich das gut für uns anfühlt, dann ist das richtig, dann machen wir das einfach so. Unabhängig von dem, was für andere Personen richtig ist. Uns interessiert jetzt nicht, ob wir das akkurat arbeiten. Das werden wir später bei unserem fertigen Döschen gar nicht sehen. Na, welche Art von Quilter seid ihr denn nun? Quiltet ihr eher rund oder eher eckig? Am Ende nähen wir wieder dreimal auf der Stelle und holen unseren Unterfaden hoch. Wenn unser Patch fertig gearbeitet ist, arbeiten wir Briefecken mit Hilfe der Briefeckenschablone. Wie das geht, dazu habe ich euch ein Video hier oben verlinkt. Ihr könnt die Briefeckenschablone nach einem Video selber arbeiten oder ihr könnt diese Briefeckenschablone im Etsy-Shop herunterladen. Wir schneiden das Thermolan zurück, arbeiten die Briefecken, schlagen die Seiten um, nähen das Ganze einmal fest und wenn wir das fertig haben, sehen wir uns wieder mit einem fertig gearbeiteten Patch. Wenn wir unser Patch fertig gearbeitet haben, legen wir es mit der Binding-Seite vor uns ab und schlagen alle vier Kanten zur Mitte. Das Ganze stecken wir einmal fest. Und so schaut das Ganze nun aus. Wir nehmen ein Maßband und messen von der Mitte aus 7 cm, ziehen eine Linie. Das wiederholen wir auf allen Seiten. Wenn wir an unserem Patch unsere Linien eingezeichnet haben, können wir unsere Nadeln wieder entfernen. Und wir nähen an jeder Seite von unserer Markierung bis zum Start unseres Patches. Die oberen Enden bleiben offen. Wir greifen eine Seite, schlagen das Ganze auf, schlagen das über und legen unsere Markierungen genau übereinander. Das nehmen wir mit zur Nähmaschine. Wir starten unsere Naht an der markierten Stelle und schieben unser Patch so unter das Füßchen, dass die Innenkante des Füßchens mit der Außenkante unseres Patches übereinstimmt. Wir verriegeln und wir schließen die Naht. Ich habe eine Stichlänge von 3 gewählt. Das Ganze nähen wir einmal ab. Die ersten beiden Seiten sind geschlossen. Wir öffnen das Ganze, schlagen das einmal um und schließen die nächsten Seiten. Und das ist unser Ergebnis. Das Ganze möchten wir nun wieder flach hinlegen. Das heißt, wir stellen das einmal auf die Spitze und schieben das einfach wieder ineinander. Wir legen die Naht gut auseinander und messen 3 cm
vom unteren Punkt. So, diese 3 cm nähen wir als Boden an allen 4 Seiten ab. Wir verriegeln an den Nahtanfängen und den Nahtenden. Und das ist nun tatsächlich unser fertig genähtes Körbchen. Wir schlagen es einmal um, wir schlagen unsere Ecken nach innen und wir ziehen einmal alle Seiten nach oben. Und die erste Ausarbeitung für unser Körbchen ist fertig. Bei unserer zweiten Ausarbeitung schlagen wir unsere Ecken nach außen und nähen sie mit einem Stich fest. Zum Schluss verstopfen wir unsere Fäden und das zweite Körbchen ist fertig. Für unser drittes Körbchen starten wir mit dem zweiten Körbchen. Wir nehmen ein Band. Von unserem Band nehmen wir zweimal die Länge. Wir fädeln unser Band durch die Laschen. Wir richten unser Körbchen erneut aus und binden eine Schleife. Geschafft! Unsere letzte Quiltübung ist fertig geworden. Und nun brauchen wir eigentlich nur noch jede Menge Motive. Dazu starten wir hier mit der nächsten Serie Quilt as you go, in der wir verschiedene Motive auf einem 30x30 cm großen Patch arbeiten und sie dann als einen Quilt as you go zusammensetzen. Ich hoffe, ihr arbeitet diese Körbchen einmal nach und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Serie wieder dabei. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.